Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Super Mario 64. Euer Bayern-Key ist wieder da mit Metallmacht. Wir greifen den Jetstream an, nämlich. So, wie greifen wir den denn an? Ja, wir müssen hin schwimmen quasi. So in etwa. Okay, zwei. Ach, das klappt nicht so. Fuck, schade. Müssen hier die Ringe kriegen. Okay, das geht auch so. Und der fünfte. Ja, Entschuldigung, ich hab's andersrum verstanden. Man muss erstmal die fünf Ringe kriegen, dann müssen wir tauchen. Oh, ich hab's verstanden, ja. Ich hab's geschafft. Ja, Gott im Himmel, ey. Es war eine harte Tour, Leute. Ein harter Tag, wirklich. Ich dachte schon, ich musste mit dem Bats abbrechen, ey. Und dann musste ich erstmal gegen Bowser kämpfen, um dann da oben diese scheiß Dinger freizuschalten, ey. Leute, das ist Kacke, ey. Metallmord. Und los geht's. Und dann ist da der letzte Stern, den wir holen müssen. Und dann sind wir fertig. Mit der Gewaltenfaust des Mannes haben wir es geschafft. Dort zu der Jetstream. Und dann zum nächsten. So. Collect the Caps. Collect the Caps heißt, kombiniere die Mützen. Das heißt quasi, wir müssen zwei Mützen anziehen. Das ist in dem Fall die Unsichtbare und die Metallmacht. Und wenn die beiden kombiniert werden, bist du der unsichtbare Metallmann. Eine gute Kombination. So. So, geschafft. Und dann runter. Ah, ich bin glücklich. So. Und dann geht's nach oben, Leute. So. Meine Pendale sind auch da. Oder was das sein soll. Salzbandträger, könnte man sagen. Okay, das war jetzt ein Fail. So. Fail. So. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil die Unsichtbarkeit nicht lange hält. Oder hält die doch länger, als ich mir das vorstelle? Oh doch, die hält lange. Wir sind drin. Und geschafft. Und das war der letzte Stern. Mal gucken kurz. Ja, sind alle das. Was? Raus hier, ey. Weg hier sofort, ey. Nie mehr im Leben, ey. Das war ein Schreck fürs Leben, ey. Jetzt haben wir es ja wenigstens geschafft. Wir haben ja jetzt hier auch alle Sterne. Bis auf unten. Ja, habe ich ja gesagt, warum ich das jetzt erst später mache. Aber erstmal Tür öffnen. Blöpp, blöpp. Tür ist offen. Willkommen, Mario. So. So, dann nehmen wir doch direkt den Part hier in Angriff. Diesen etwas merkwürdigen Bildenangriff. Okay, das ist 11. Ich wollte 10 direkt mit 10 anfangen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo ist die 11? 10. Ich glaube, das ist das Goomba-Reich. Überlegen. Also hier sind ja jede Menge. Ah, hier gibt es ja auch einen Bonusstern. Oder kann es das Schneelevel sein, dass es 10 ist? So. Und zwar hier, diese Wand ist hohl. Ist das die 10? Ja, da haben wir doch die Snowman's Big Head. Yo, wir sind wieder in kaltigen
frostigen Drecksgebiet. Boah. Da frieren ja einen die Eier ab. Was müssen wir tun? Wir müssen zum Kopf des großen Schneemanns. Unser kleiner Schneemann von der vierten Welt ist erwachsen geworden. Wartet, ich muss mal die Kamera richten und mir mal kurz die Nase putzen. Okay. Nein, nein! Mario, nein, nein, nein! Eins, zwei... Okay. Komm hoch mit dir, mein Freund! Hier wird's lustig, die 100 Münzen zu suchen. Das weiß ich jetzt schon, da krieg ich Trätze und Hass. Und weiß ich noch was. Okay. Er sagt, who's there? What's climbing on me? It's an iron snowfield. Whatever it is, it's bonging me. I think I will blow it away. Ah, ich blase es weg. Ja, ja. Unter Interpretation zum Blasen haben wir ja jeder eine andere. Ja, wer hilft uns in dieser Position? Dieser nette Pinguin. Er hilft wirklich, weil er einen irritiert. Und das liebe ich, wenn ein Pinguin irritiert. Er bläst einen wirklich weg, sieht man. So, komm, Pinguin! Man geht ganz langsam. Er geht auch extra eine viel langsam. Dann geht er schnell und dann sind wir fertig. Danke, du scheiß Pinguin. Ja, ein Stern. Und jetzt nicht runterfallen. Boah, das wär's jetzt, wenn du runterfallen würdest. Aber ich fall nicht runter. Here we go. Ab zum nächsten Bereich. So, let's begin. So. Chill with the bully. Okay, chillen. Bully kann man nicht. Ja, was heißt dieses Interpretieren? Oh, da ist dieser Bully, ein Eisbully. Er ist kalt geworden und hat nur ein Horn. Okay. Ey! Willst du mich jetzt... Und ich sterbe an Frostbeulen. Ja, man stirbt an Frostbeulen. Cool. Naja. Das geht ja mal richtig gut los. Fuck, sage ich nur. Ja, es ist windy, windy. Ja. Okay. Es geht auch leichter zu pusten, ne? Dann nehmen wir doch mal einen Umweg. Schnappen uns eine rote Münze. Und chillen mit dem Bully. Hey, Bully, lass uns eine Runde chillen. Das nenne ich nicht chillen. Ich habe auch die Kamera in eine falsche Position gebaut. So in etwa. Jetzt können wir direkt zuhauen. Besser Bully. Besser Bully. Böse. Komm, und noch ein Schlag. Und noch ein. Nein, ich sterbe an Frostbeulen. Okay, so geht's auch. Chill with the Bully heißt es ja. Huhu, geschafft. Yeah. Geschafft. Chill with the Bully. Dun, 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 dun. Nächster ist hoffentlich nicht die rote Münzen. Eine Deep Freeze? Das ist hier. Müssen wir einen Weg finden, quasi, da reinzukommen. Ich habe das Gefühl, irgendwie mein Handy piept, aber ich habe mein Handy gar nicht in meiner Nähe. Ihr seht hier eine Konstruktion. Okay, ich bin gerade am überlegen. Wo müssen wir nochmal springen? Ah, da. Seht ihr? Da. Da. Und schon haben wir den Stern. Wir sind gut. Wir sind zu gut, nach meiner Meinung. Aber ich suche jetzt gerade mein Handy und es ist hier nicht in der Nähe. Hm. Nächster Stern.
Ich glaube, ich die rote Münzen. Right from the freezing pond. Okay. Ah, ich weiß, welcher das ist. Da muss man aber genau springen können. Das ist das Schöne an diesem Stern. Es ist ein Genauigkeitstest. Da hinten ist nämlich dieser Stern und diese freundlichen Wesen kann man Ponkies nennen. Da ist nämlich der Stern. Einer von den beiden. Ich glaube, der ist es. Nein. Dann ist es der. So, auch geschafft. Ich würde dich einleveln in 10 Minuten. Fast durch. While from the freezing pond. Ich... Jetzt bin ich am überlegen. Nein, wir machen keine rote Münzen. Das verweigere ich jetzt. Aus einem guten Grunde, weil ich jetzt auch einen Part haben will, wo ich nur noch zum Schluss die rote Münzen sammeln muss. Werde ich jetzt erstmal schwimmen gehen. Das ist jetzt... Oh nein, 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 nein. Schnell vom Wasser weg. Das Wasser bringt einen dazu zu sterben. Nee, nicht, wir müssen da oben, wo die Münzenfahrt ist. Och, ich sterbe, das weiß ich jetzt schon. Nein, ich sterbe nicht. Okay. Ach, das war wieder wohl nichts. Ja, dieser Ponky, komm, Junge. Sterbe, weiß ich jetzt schon. Weil ich brauche die Schildkröte, das ist nämlich wichtig. Ah, ich sterbe. Ich ertrinke. Und beende den Part. Hier im Ertrinken. Und werde dann doch wohl da die rote Münzen und die 100 Münzen sammeln. Bis dann. Euer Bayaki. Ciao.